Der Narkosearzt Dr. Helmut Brandt soll eine Patientenakte unaufmerksam gelesen haben. Der Patient Tim Geller ist gestorben. War die durchgemachte Nacht mit einer OP-Schwester der Grund für seinen folgenschweren Fehler? Herr Dr. Brandt, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen fahrlässiger Tötung. Die Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Lukas, Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Lenzen. Nehmen Sie bitte mal zunächst in der Mitte Platz. Herr Dr. Brandt, Ihre Personalien zunächst. Sie heißen Helmut mit Vornamen? Ja. Geboren am 9. Februar 1965 in Frankfurt? Ja. Sie wohnen auch in Frankfurt? Sie sind Anästhesist von Beruf und ledig? Das ist richtig. Was verdienen Sie im Monat ungefähr netto? Circa 2.200 Euro. Mhm. Vorbestraft? Sie Nein. Bisher nicht Bundeszentralregister ohne Eintrag. Herr Staatsanwalt, die Anklage bitte. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Der Angeklagte ist Anästhesist. Am 30. Juni 2002 war er für eine Mandeloperation bei dem 29-jährigen Tim Geller eingeteilt. Tim Geller litt an der Stoffwechselstörung maligne Hyperthermie. Deshalb bestand eine Unverträglichkeit gegen bestimmte Narkosemittel, unter anderem auch gegen das Narkosemittel Sevorane. Diese Unverträglichkeit war auf dem Notfallausweis des Patienten, der sich in den Krankenunterlagen befand, und auf der Patientenerklärung vermerkt. Der Angeklagte hatte dies pflichtwidrig übersehen und Tim Geller das Narkosemittel Sevorane verabreicht. Dies führte noch vor der Operation zum Tod von Tim Geller, was der Angeklagte bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte vorhersehen und vermeiden können. Der Angeklagte wird daher der fahrlässigen Tötung beschuldigt, strafbar gemäß § 222 StGB. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger, macht der Mandant Angaben? Mein Mandant wird Angaben machen, ja. Und was sagen Sie dazu? Also ich bin an dem ganzen Geschehen vollkommen unschuldig, das schwöre ich. Ich habe von dieser Krankheit absolut nichts gewusst. Ich übe meinen Beruf sehr gewissenhaft aus. Ich habe in meiner langjährigen Laufbahn noch nie einen Patienten wissentlich, geschweige denn fahrlässig, gefährdet. Bei dem Herrn Geller ist allerdings bei einer vorigen OP eine Stoffwechselkrankheit auffällig geworden. Aber das hätten Sie doch beim Vorgespräch mit dem Patienten erfahren müssen, oder? Ich habe erst am Morgen der Operation selber erfahren, dass ich für einen erkrankten Kollegen einspringen muss. Und aus der Akte selber ging nichts hervor, was auf diese Stoffwechselerkrankung maligne Hyperthermie hätte hindeuten können. Es war kein Vermerk in der Krankenakte, es war in der Patientenerklärung nichts vermerkt, es lag kein Notfallausweis vor, gar nichts. Ich habe den Patienten gefragt, ob es ihm gut geht, und das hat er bejaht. Mhm. Jetzt haben wir eigentlich die Krankenakte beschlagnahmt und da ist das alles drin. Anästhesiepass und diese Erklärung, wo es dick und groß drin steht. Warum haben Sie nicht wenigstens dann am Morgen vor der OP den Patienten noch nach Besonderheiten gefragt? Ja, die Befragung des Patienten, die fand bereits am Abend vorher durch einen Kollegen statt. Und da in der Akte selber keine Besonderheiten vermerkt waren, habe ich die Narkose eingeleitet. Dr. Brandt, jeder Narkosearzt ist doch meines Wissens mit der malignen Hyperthermie vertraut. Wenn man sich das anschaut, weiß man doch, dass da gewisse Vorkehrmaßnahmen getroffen werden müssen, oder sehe ich das falsch? Also ich wiederhole mich gerne, es war in der Akte nichts vermerkt. Nichts, was auf irgendeine Besonderheit hätte hingewiesen. Nichts. Na gut, aber nun ist es ja nun mal so, der Vorsitzende hat es gesagt, wir haben die Akte schließlich sichergestellt, da war alles das drin, was Sie hier sagen, dass es nicht drin gewesen sei. Muss also verschwunden sein. Dann erzählen Sie mir bitte, wer sollte ein Interesse haben, das rauszunehmen, wenn es so ist, wie Sie sagen. Ach, das weiß ich auch nicht. Theoretisch könnte es jeder aus dem Team gewesen sein. Ich habe ein etwas angespanntes Verhältnis zu der OP-Schwester Frau Jahnke. Wir hatten zugegebenermaßen ein recht spannendes und auch erotisches Verhältnis miteinander. Aber für mich war es das eben auch. Nur sie hat sich vermutlich Eigenheim und Familie mit 4 Kindern vorgestellt. Und ja, sie könnte es durchaus gewesen sein, sie hat auch Zugang zu den ganzen Unterlagen. Also sie meinen, aus Eifersucht manipuliert eine Frau eine Akte, setzt ein Leben aufs Spiel. Ganz ehrlich, Herr Dr. Brandt, was Blöderes fällt mir auch nicht ein. Also mit Verlaub, Herr Staatsanwalt, das einzig Blödsinnige hier ist Ihre Anklage. Wir klären das heute. Ich habe jetzt auch den Obduktionsbericht auch hier, aber vielleicht erzählen Sie uns noch mal kurz, wie es dann während der OP zu dem Exodus kam. Also ich habe den Patienten narkotisiert und innerhalb kurzer Zeit ist die Temperatur rasant angestiegen. Ich habe auch sofort versucht, Gegenmaßnahmen einzuleiten, die Narkose sofort abgebrochen, aber es war einfach zu spät. Wir konnten da nichts mehr tun. Mhm. Noch Fragen an den Angeklagten? Ich habe keine, dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Nehmen Sie bitte neben Ihrem Verteidiger Platz und wir hören uns bitte die Frau Geller an. Zeugin Geller, bitte. Thank you.
Keller, wenn Sie bitte hier Platz nehmen würden. Zunächst mal unser aller herzliches Beileid. Sie sollen allerdings hier heute als Zeugin aussagen. Als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen, das wissen Sie ja sicherlich. Ja? Wir versuchen es kurz zu machen. Zunächst mal Ihre Personalien. Sie heißen Monika Geller, 28 Jahre alt. Sie leben in Frankfurt, sind Hausfrau, verwitwet, mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Sie waren am Abend vor der OP auch mit im Krankenhaus. Ja. Ich hatte meinen Mann begleitet im Krankenhaus. Und wir hatten an dem Tag vorher die Vorbesprechung mit den Ärzten aufgrund der Narkotisierung, weil mein Mann an einer Stoffwechselkrankung litt. Und vor 2 Jahren wäre er schon mal beinahe an einer falschen Eingabedosierung gestorben. Und wir waren jetzt halt recht angespannt, weil wir einfach wussten, was für ein Risiko das ist. Und daher wollten wir eigentlich ganz genau, ja, dass wirklich das bekannt ist, dass er an dieser Stoffwechselkrankheit leidet und dass wirklich nichts passiert. Aber es wurde trotzdem übersehen. Jetzt ist mein Mann tot. Was genau, was für Angaben haben Sie Ihrem Mann denn genau gemacht? Er hat ganz genau in dieser Patientenerklärung groß und fett reingeschrieben, dass er an der malignen Hyperthermie leidet. Mhm. Und dann haben wir auch noch den Notfallausweis. Mhm. Also Ihr Mann hatte, es ist dieser Notfallausweis, ganz genau. Den hatte er. Und da steht genau drin, welche Krankheit er hat und gegen was er da Unverträglichkeit hat. Mhm. Wer waren dabei alles anwesend? An dem Abend war Dr. Steiner da und eine OP-Schwester, Frau Jahnke. Ja, noch Fragen an die Zeugin? Nein, ich habe keine mehr, danke. Ja, dann erlösen wir die Zeugin. 61-2 als Angehörige des Geschädigten. Wenn Sie bitte da hinten Platz nehmen würden, wenn es Ihnen zu viel wird, dann können Sie auch gerne rausgehen. Die Frau Jahnke bitte, Herr Seelhoff. Die Zeugin Jahnke bitte. Frau Jahnke, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Sie sollen ja als Zeugin aussagen und Sie wissen, dass man als Zeugin die Wahrheit sagen muss vor Gericht. Ja. Ihr Personalien Manuela Jahnke, 28 Jahre alt, Sie leben in Frankfurt. Stimmt. Sie sind Krankenschwester, ledig und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Nein. Sie hatten an dem Tag auch im OP Dienst. Würden Sie uns das mal schildern, was da vorgefallen ist? Ja, und zwar habe ich die Krankenakte von dem Herrn Geller bekommen mit dem Ausweis und der Erklärung. Und als der Dr. Helmut Brandt in den OP kam, habe ich sie ihm gegeben. Dann habe ich den Patienten für die OP vorbereitet. Und der Herr Dr. Helmut Brandt hat die Narkose eingeleitet. Und dann ging plötzlich alles so schnell. Also die Körpertemperatur, die stieg rasant an und wir konnten praktisch nichts mehr für ihn tun. Also der ist uns praktisch unter den Händen weggestorben. Frau Jahnke, Sie haben meinem Mandanten im Vorfeld eine Krankenakte gegeben. Von wem? Natürlich die von Herrn Tim Geller. Was macht Sie denn so sicher, dass es die Akte von Tim Geller war? Es stand sein Name drin und es ging eindeutig heraus, dass er unter dieser Stoffwechselkrankheit leidet. Hat mein Mandant denn von sich aus vor der OP Sie noch mal gefragt, ob es irgendetwas Besonderes gibt? Er hat mich lediglich gefragt, ob alles in Ordnung sei, was ich bejaht habe. Ich meine, es war für ihn wahrscheinlich nur eine Routineoperation, so eine Mandelentfernung. Damit wollen Sie wohl andeuten, dass mein Mandant leichtfertig gewesen ist? Ja. Es tut mir leid, ihr das jetzt zu sagen, weil den wahren Grund, warum ihr Mann sterben musste. Aber der Helmut und ich waren am Abend vorher waren wir aus. Und da hat er auch einiges getrunken, um ehrlich gesagt viel getrunken. Und war entsprechend verkatert den anderen Morgen. Da haben Sie sogar noch im Suff meinen Mann operiert. Wie können Sie sowas nur wagen? Also verdammt nochmal, jetzt reicht's mir aber. Du weißt genau, dass ich nie von der Operation trinken würde. Und an dem Tag hatte ich sowieso Dienst. Das weißt du haargenau. Du willst dich doch hier nur rächen an mir, weil ich dich hab abblitzen lassen aus gekränkter Eitelkeit oder verletztem Stolz oder was. Ist doch Quatsch. Unverschämtheit hier von dir. Ich hab dir schließlich gesagt, tu lieber die Schicht tauschen. Aber nein, nein, mir geht's gut. Und wenn dann so ein Fusch passiert, also ist doch eindeutig deine Schuld. Frau Jahnke, jetzt hören Sie mir mal zu. Wenn dem wirklich so gewesen wäre, und Sie waren ja zusammen, Sie wussten ja dann, dass er getrunken hat und vielleicht nicht operationsfähig ist. Warum haben Sie es Ihnen dann nicht nochmal gesagt, was es an Besonderheiten gibt?
Wäre das nicht Ihre Pflicht gewesen? Er ist doch schließlich der Arzt, also er hat den Bericht doch gelesen. Also, da das ist doch alles Hanebüchen, was Sie hier von sich geben. Ich habe auch keine Fragen mehr. Sie auch nicht, Herr Staatsanwalt? Nein, keine. Auf Vereidigung wird auch verzichtet, dann bleibt die Zeuge nach 61.5 StPO unbeeidigt. Nehmen Sie auch da hinten Platz, bitte. Die Frau Lotter, bitte, Herr Seelhoff. Zeugin Lotter, bitte. Frau Lotter, kommen Sie bitte nach vorn. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Zunächst mal zu Ihren Personalien. Sie heißen Stefanie Lotter, 20 Jahre alt. Sie leben in Frankfurt. Sie sind noch in der Ausbildung, oder? Ja, richtig. Ja, ich bin Krankenpflegeschülerin. Krankenpflegeschülerin. Mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Es geht um den Todestag des Herrn Geller. Ja? Was wissen Sie über die Geschehnisse an dem Tag im OP? Ja, also ich habe an dem Morgen mit Manuela Jahnke den OP für den Tim Geller vorbereitet. Ja, und dann habe ich halt gesehen, dass Manuela Jahnke die Krankenakte von dem Tim Geller dem zuständigen Anästhesisten, also Herrn Dr. Helmut Brandt, übergeben hat. Frau Lotter, haben Sie beobachtet, ob der Angeklagte sich die Akte von Herrn Geller nochmal angeschaut hat? Ja, er hat sie sich durchgelesen. Und wissen Sie, ob die Akte zu diesem Zeitpunkt vollständig war? Ja, sie schien vollständig, also er hat nichts gesagt. Das heißt schien, weil er nichts gesagt hat, oder wie meinen Sie das? Ich glaube nicht, dass was gefehlt hat. Also ich habe die Akte vorher auch gesehen und da war alles drin. Vorher war alles drin? War dieser Anästhesiepass drin? Ja, also als ich die Akte gesehen habe, war auch der Pass drin und auch das erwähnt mit der Stoffwechselerkrankung. Jetzt sagt der Herr Dr. Brandt, als er reingeschaut habe, sei das nicht drin gewesen. Jetzt mal rein theoretisch, hätte irgendjemand die Möglichkeit gehabt, diese wichtigen Unterlagen aus der Akte rauszunehmen? Ja, schon, aber wer sollte denn so etwas machen? Also die Frau Jahnke hat die Krankenakte mitgebracht und danach hätte es rein theoretisch das ganze Team sein können. Ich habe mir die Akte, wie gesagt, auch angeschaut und da war alles drin. Menschenskind, Steffi, warum fällst du mir hier denn in den Rücken? Was habe ich dir denn getan? Es tut mir leid, Herr Dr. Brandt, aber es war, wie ich gesagt habe. Dass Sie sauer auf mich ist, das kann ich ja sogar noch nachvollziehen. Möglicherweise habe ich Sie hier ein bisschen unfair behandelt, aber... Was hast du denn davon? Ich verliere hier meinen Job. Ich verliere möglicherweise meine Freiheit. Sag doch die Wahrheit. Du kannst es doch nur nicht ertragen, dass du mal der Verlierer bist. Hat sie dich unter Druck gesetzt? Bleib du bei der Wahrheit. Hat sie dich unter Druck gesetzt? Ich weiß, dass sie ein Drachen sein kann. Witz. Besonders bei jemandem wie du, der in der Ausbildung ist. Ich bitte dich, Steffi, inständig, sag die Wahrheit. Frau Lotter, jetzt sag ich Ihnen mal was. Ich habe keine Lust, mich hier heute zweimal anlügen zu lassen. Frau Jahnke hatte die Dreistigkeit, mich anzulügen. Und Sie setzen das jetzt hier fort und ich sage Ihnen, dem werde ich Einhalt gebieten. Überlegen Sie sich, wie jung Sie sind und überlegen Sie sich, welche Verantwortung Sie durch eine Falschaufsage auf sich laden. Sie haben noch eine Menge Zeit in Ihrem Leben. Und in dieser ganzen Zeit müssen Sie mit dieser Schuld einer Falschaussage leben. Wollen Sie das? Sie wollen es nicht. Sie wollen es nicht. Stimmt, ich habe eine Falschaussage gemacht. Überlegen Frau Lotter, Sie, was du sagst, nein, Sie sind wirst jetzt es bereuen. Aha. Frau Lotter, auf Falschaussagen stehen schwere Strafen. Wenn Sie allerdings jetzt während Ihrer Aussage hier sich noch berichtigen, ja, dann können Sie nicht bestraft werden. Also jetzt raus mit der Wahrheit. Sie haben Angst, oder wie? Es sieht aus, als hätten Sie Angst. Vor wem haben Sie denn Angst? Vor Manuela Jahnke. Also sie ist meine Ausbilderin und... Sie hat mich unter Druck gesetzt und mir gedroht, mir meine Ausbildung zu versauen, wenn ich nicht auf Ihrer Seite bin. Es tut mir leid. Frau Jahnke, Sie reden jetzt nur noch, wenn Sie dran sind, ja? Klingt nämlich schon wieder ganz deutlich nach Zeugenbeeinflussung hier. Also, Frau Lotter, wie war es jetzt wirklich? Ja, also, die Frau Jahnke war sehr sauer auf den Herrn Dr. Brandt. Ich nehme an, weil er sie hat abblitzen lassen. Und als sie eben die Krankenakte von Tim Geller bekommen hat, habe ich gesehen, dass sie einen Zettel daraus entwendet und in ihren Kittel gesteckt hat. Mhm. Und ja, danach hat sie die Krankenakte dem Herrn Dr. Helmut Brandt übergeben. Und er hat die aufmerksam studiert und dann hat er die Narkose gesetzt. Und dann, ich habe noch nie einen Menschen sterben sehen, plötzlich war er tot. Ich dachte, sie haben das absichtlich getan! Absichtlich haben sie meinen Mann umgebracht! Herr Seelhoff, bitte! Herr Seelhoff, Sie können gleich da stehen bleiben. Frau Jahnke, ich erkläre Ihnen die vorläufige Festnahme. Es besteht der dringende Tatverdacht des Mordes aus niederen Beweggründen in mittelbarer Täterschaft. Alles Weitere morgen beim Ermittlungsrichter. Hätte ich das noch rechtzeitig erfahren, dann hätte ich auch noch Maßnahmen einleiten können, um das zu verhindern können. Aber so. Herr Seelhoff, warten Sie bitte einen Moment. Ich habe noch eine Frage an die Frau Jahnke. Frau Jahnke, Sie haben von der Krankheit des Herrn Geller gewusst.
Sie waren bei der OP dabei. Sie sehen, dass Herr Geller in Lebensnot gerät. Warum haben Sie da meinem Mandanten denn nichts gesagt? Da sitzt schon der Richtige auf der Anklagebank. Das glauben Sie mir mal. Er gehört bestraft, nicht ich. Kommen Sie. Danke, Herr Seeloff. Nicht zu fassen. Frau Geller, bei allem Verständnis. Haben sich wieder beruhigt ein bisschen. Gibt es denn noch Fragen an die Frau Lotter? Nein, keine. Ich habe keine. Keine weiteren Fragen. Verzicht 61.5 StB unbeeidigt. Nehmen Sie bitte da hinten Platz. Herr Staatsanwalt, ich gehe mir davon aus, dass Sie heute den gleichen Antrag stellen wie ich. Herr Lenz, ich weiß es nicht. Ich habe ein Problem weiterhin, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Selbst wenn der Pass nicht da war und gewisse Unterlagen gefehlt haben sollten, ein Gespräch hätte manches bewirken können. Und ich denke, das gebietet die Sorgfaltspflicht eines Arztes. Aber selbst bei so einem geringen Maß an Schuld, was Sie hier feststellen, kann man es ja wohl nicht hinnehmen, dass ein bislang unbescholtener Bürger kriminalisiert wird. Also ich denke, ich kann das abkürzen. Wir glauben Ihnen, also ich glaube Ihnen, dass, als Sie die Akte angeschaut haben, das nicht drin war. Aber Sie dürfen sich, gerade wenn Sie selber am Vorabend das Aufklärungsgespräch nicht durchgeführt haben, darauf nicht einfach voll verlassen. Es geht immer um das Leben eines Menschen bei einer OP. Sie müssen halt dann nochmals vor der OP direkt mit dem Patienten wenigstens ein kurzes Gespräch führen und die wesentlichen Umstände mit ihm besprechen. Und hätten Sie das getan, natürlich hätte Ihnen der Herr Geller gesagt, aber ich bin doch Risikopatient. Und dann wäre er noch am Leben. Ja? Allerdings ist klar, ohne die Manipulation wäre es nie so weit gekommen. Ja, Sie sind selbst auch hinters Licht geführt worden, deswegen ist auch keine Verurteilung hier erforderlich. Ich denke an, eine Einstellung gegen eine Geldbuße wäre hier das Richtige. Also gegen eine geringe Geldbuße auch. Geldbuße. 1000 Euro schlage ich vor. Hinzu, dann würde ich damit okay, dann ergeht, dann ergeht folgender Beschluss mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft, der Verteidigung des Angeklagten, wird das Verfahren vorläufig eingestellt nach 153a Absatz 2 StPO gegen Zahlung einer Geldbuße von 1000 Euro bis zum 20. des nächsten Monats geht, ja, an den Kindergartenförderverein Kelsterbach. Wenn Sie das rechtzeitig bezahlen, dann gelten Sie auch nicht als vorbestraft. Ja? Und Ihnen, Frau Geller, ich kann Ihnen nur noch mal unser Mitgefühl mitteilen. Es ist natürlich sicher noch mal schwierig, auch noch zu erfahren, dass der eigene Mann nur sterben musste, weil jemand einem anderen einfach aus Kränkung was auswischen wollte. Also so wenig Achtung vor dem Menschenleben, das habe ich überhaupt noch nie erfahren. Vielleicht hilft es Ihnen ein bisschen, jetzt mitzubekommen, dass die Schuldige wohl lebenslänglich dafür büßen wird. Sitzung ist geschlossen.